Wir treffen ihn auf Straßen, Wegen und Plätzen. Vorbeugend soll er in erster Linie wirken, also Rechtsverletzungen oder andere Gefahren und Störungen verhindern. Unterschiedlich sind die Einsatzformen. Als Streife zu Fuß, als motorisierte Streife mit dem Kart oder mit dem Funkstreifenwagen. Ebenso unterschiedlich wie abwechslungsreich sind die Anlässe, die vom Schutzpolizisten Rat und Tat fordern. Einige haben wir, wie im Zeitraffer, nachvollzogen. Dass er ein aufmerksamer Beobachter des Geschehens ist, versteht sich. Gleichermaßen ist er auch Vertrauensperson und Helfer für die Bürger, nimmt ihre Hinweise entgegen, beantwortet Fragen. Ich komme gerade von dem Parkplatz, habe festgestellt, da ist ein Fahrzeug mit eingeschlagenen Scheiben. Vermutet, dass da ein Einbruch verübt wurde. Wann haben Sie das gesehen? Ich komme gerade von da, das wird circa 5 Minuten her sein. Können Sie mir das Fahrzeug bitte zeigen? Ja, mache ich. Wenn Leben, Gesundheit und Sicherheit von Menschen gefährdet sind, dann erweist sich das Können des Schutzpolizisten, schnell, umsichtig und richtig zu handeln, besonders wertvoll. Auch bei Straftaten. Da hinten macht sich jemand an dem Fahrzeug zu schaffen. Ja, ich sehe es. Sie gehen auf den Gehweg lang, ich komme von rechts. In Sekundenschnelle muss er dabei Beobachtungen einordnen, bewerten und entscheiden, was zu tun notwendig ist. Was machen Sie denn hier? Neue Kicke. Da bitte Ihren Personalausweis. Ja, können Sie haben. Bitte schön. Toni 46 für Toni 46 14 kommen. Toni 46 14 für Toni 46 kommen. Standort Zoller Straße 1. Mitteilung durch Bürger. In der Wohnung des Nachbarn Gasgeruch festgestellt. Begebe mich an den Ereignisort. Kommen. Auch in diesem Falle. Kurze Verständigung über Funk mit der Dienststelle, dann besonnen handeln. Hier ist es, Herr Wachmeister. Ja, Moment, ich hole ein. So, bitte. So mancher Bürger macht es dem Schutzpolizisten nicht leicht, stets höflich und mit Feingefühl aufzutreten. Gute politische und fachliche Kenntnisse und eine sichere Haltung beruhigen da am ehesten jeden Uneinsichtigen. Wir kommen her. Ja, nehmen den Kraftfahrer auch selber, indem ich maßig fällt und die Trunkenheit. Sind wir klar? Ja, wie ist das? Ist in Ordnung, was? Werfen wir hier, werfen wir hier, wollen Sie denn hin? Ja, das ist aus. Also, das ist aus? Ich brauch doch keinen. Ich weiß doch, wie ich heiße. Weisen Sie bitte aus. Letzte Aufforderung. Nö. Wenn Sie mich nicht ausweisen wollen, dann nehme ich Sie mit zur nächsten Dienststelle. Also bitte, Frau. Wo ist denn das? Das ist gleich um die Ecke, wenn Sie gleich sehen. Wer Schutzpolizist werden will, muss sich mit Herz und Verstand dem Schutzbrauchenden verpflichtet fühlen, den Mitmenschen, unserem sozialistischen Staat. Günstig ist es, sich auf den zukünftigen Beruf in einer Ordnungsgruppe der FDJ oder als freiwilliger Helfer der Volkspolizei vorzubereiten. Bewerben kann sich, wer die 10. Klasse und eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen sowie seinen Wehrdienst geleistet hat. Die zukünftigen Schutzpolizisten erhalten an der VP-Schule Ernst Thälmann und in den Lehrdienststellen eine theoretische und praxisverbundene Ausbildung. Wir haben uns mit zukünftigen Schutzpolizisten verabredet und möchten etwas über den Schulbetrieb wissen. Was wird zum Beispiel hier gelehrt?
Wir erhalten hier eine Ausbildung in den Fächern Marxismus-Leninismus, Einsatzausbildung und Fachkunde. Und was ist Fachkunde? Ja, Fachkunde ist im Prinzip das Fach, in dem uns grundlegende Rechtskenntnisse vermittelt werden, sprich Aufgaben der DVP, die Pflichten, Befugnisse, Gesetze über die Landeskultur, über den Straßenverkehr, über Ordnungswidrigkeiten und nicht zuletzt eben wichtige Gesetze des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung. Ist das ein recht trockenes Thema? Ja, trocken kann man nicht sagen. Wir finden hier an der Schule gute Lehrbedingungen vor, um das Wissen, was wir theoretisch erlernen, dann auch praktisch anwenden zu können. Also eine sehr praxisverbundene Ausbildung, ja? Das kann man so sagen. Ja? Haben Sie hier Fahrschulausbildung? Ja, Fahrschulausbildung ist im Lehrplan mit drin, weil der Dienst des Schutzpolizisten universell sein muss. Der Dienstleiter draußen im VBKA muss verschieden weit variabel sein, um den Schutzpolizisten einzusetzen. Verschieden einsetzen. Warte ich auf dem Funkstreifen machen oder auf dem Motorrad. Ja. Und ich glaube, die Körperertüchtigung spielt auch eine wichtige Rolle, ja? Ja, auf alle Fälle, denn der Beruf des Volkspolizisten erfordert ja den ganzen Mann. So, und da braucht man grundlegende Eigenschaften, wie zum Beispiel Mut, Schnelligkeit, Ausdauer. Und das wird eben durch die Körperertüchtigung erreicht. Sie haben sich entschieden, Schutzpolizist zu werden. Warum? Ja, mich reizt an dem Beruf, dass man jeden Tag vor neue Aufgaben gestellt wird. Wichtigste Aufgabe ist dabei das ständige Beobachten des Geschehens, um eben gewisse Veränderungen in der Umgebung festzustellen. Denn eine Straftat vorzubeugen ist besser, als eine Straftat feststellen zu müssen. Zum Schluss noch eine Frage. Wie lange dauert die Ausbildung zum Schutzpolizisten? Die Ausbildung ist im Prinzip so gefasst, dass wir jetzt 5 Monate eine theoretische Ausbildung haben. Und hier an der Schule? Hier an der Schule. Ja. Und dann sich daran ein 5-monatiges Praktikum anschließt. Ja. Und wie lange müssen Sie noch hier zur Schule gehen? Das wären jetzt noch ungefähr 3 Monate. 3 Monate. Dann wünsche ich viel Erfolg. Schönen Dank. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Ausbildung erfolgt der Einsatz im Streifendienst der Schutzpolizei. Wer gern mit Hunden umgeht, kann sich zum Diensthundeführer qualifizieren. Wer sich eignet, kann sich zum Gruppenführer, Streifenführer oder auch zum Abschnittsbevollmächtigten der Deutschen Volkspolizei weiterentwickeln. Ja, ich schicke Ihnen kurz jemanden vorbei. Wiederhören. Toni 54 12 454 kommen. Toni 54 12 4 kommen. Toni 54 12. Um Offizier der Deutschen Volkspolizei zu werden, muss man 2 Jahre die Offiziersschule Wilhelm Pieck besuchen. Fahren Bahnhofstraße 30. Kommen. Toni 5412, Ende. Unsere heutige Dienstbesprechung wird sich mit folgendem Problem beschäftigen. Erstens, den Stand der Ausbildung der Lehrwachtmeister und Praktikanten. Außerdem können sich besonders befähigte und in der Praxis bewährte Offiziere auf eine höhere Funktion vorbereiten. Die sie aus der operativen Lage in unserem Bereich ergeben. Berlin, Hauptstadt der DDR. Wichtige Objekte und Betriebe sind hier angesiedelt, gesellschaftliche Höhepunkte gibt es, Veranstaltungen und Staatsbesuche. Das ist das Wirkungsfeld des Schutzpolizisten, der unser Leben und Eigentum schützt, der Ordnung und Sicherheit gewährleistet. In der Hauptstadt der DDR, Berlin, bieten sich für ihn interessante Möglichkeiten.